Lieben, es ist mal wieder soweit. Wir können ein neues Angebot abchecken, denn ihr habt es mir geschrieben, bei Netto gibt es offenbar jetzt auch Pokémon-Karten, und zwar Sets, die wir so vorher noch nicht kaufen konnten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sich genau dahinter verbirgt. Ich habe nur ein Bild gesehen, ein Screenshot von einem Online-Prospekt, und jetzt will ich halt einfach mal gucken, gibt es das überhaupt noch? Gibt es das bei mir? Kann man das online kaufen? Wir checken das mal ab, und ob sich so ein Kauf lohnt, ja, das müssen wir auch noch herausfinden. So, Leute, dann wollen wir mal. So, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin tatsächlich kein Netto-Einkäufer, aber ja, wir wären schon irgendwie fündig. Ich weiß natürlich, dass die hier auch immer solche kleinen, sagen wir mal, wie Ramschecken haben. Da können wir immer mal gucken. Vielleicht ist da ja was dabei. Ansonsten, im Zweifelsfall weiß ich ja jetzt auch, zur Not immer an die Kasse gehen. Ja, stöbern wollte ich dann aber trotzdem mal noch, denn es kann ja sein, dass dort irgendwo auch mal Pokémon mit rumliegt. Wir hatten ja schon verschiedene Franchises dort ausfindig machen können, zum Beispiel bei Lidl oder so. Aber ihr seht schon, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Töpfen oder ein paar Malstiften mit einem sehr süßen Hundi, muss ich mal dazu sagen, habe ich jetzt wirklich also gar nichts in irgendeiner Richtung Pokémon oder irgendwas Richtung Manga, Anime oder sowas finden können. Ein paar Arbeitshandschuhe, ja, kann man vielleicht für ein Opening gebrauchen. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Wobei ich das schon gesehen habe, dass manche das wirklich mit Samthandschuhen machen, wenn sie Booster auspacken, damit wirklich gar nichts passiert. Aber an der Stelle gab es wirklich nichts. Also weitersuchen! So, ihr Lieben, also herzlich willkommen zu Wir backen uns ein neues Pokémon-Blister. Man nehme einmal eine große Packung Kakao, Backpulver natürlich und mögt ihr Mandeln? Ich bin tatsächlich kein Mandelfan, ich bin ehrlich, aber ich glaube, ob wir damit wirklich einen Pokémon-Booster bekommen, wage ich jetzt dann doch mal zu bezweifeln. Ja, okay, das ist natürlich problematic. Oh Gott, ja, stimmt, es ist schon wieder bald Ostern, Leute. Please help God. Ich muss wegkommen von der Schokolade, Leute. Aber es ist auch manchmal einfach zu lecker. Hallo, kurze Frage, haben Sie Pokémon-Karten im Angebot? Tja, ihr Lieben. Also das war ja schon mal ein Reinfall. Ich fahre jetzt mal noch zu einer anderen Filiale. Die haben noch nichts von Pokémon gehört, wissen auch nicht, ob das mal kommt. Es soll sie wohl gegeben haben, aber ihr wisst das ja auch schon von anderen Angebotsvideos, gerade bei solchen Discountern, Supermärkten. Das kann regional sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, aus welchem Bundesland ihr kommt. Aber ich fahre trotzdem mal rum, vielleicht hat der ein oder andere ja noch eine Auskunft für mich. So Leute, neues Spiel, neues Glück, würde ich jetzt mal sagen. Das sind auf jeden Fall wieder die Frischhaltedosen von vorhin. Ein paar Schwämme. Also, ich glaube hier, also wenn es die gäbe, dann wären die wahrscheinlich auch nicht hier. Auch wenn wir da wieder diese Buntstifte haben von vorhin. Leute! So wird das auf jeden Fall nichts. Ich war jetzt hier wieder in einem Laden und auch da konnte mir keiner wirklich sagen, was Sache ist. Nur eben der Hinweis, dass es durchaus sein kann, dass es das hier bei mir erst viel später gibt als vielleicht bei einigen von euch. Also am besten guckt ihr einfach mal spontan, wenn ihr sowieso einkaufen seid oder so, mal vorbei. Aber ich habe den Hinweis zum Glück bekommen, dass ich mal im Online-Shop vorbeigucken soll. Ich habe gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt, dass Netto praktisch auch Sachen im Online-Shop verkauft. Aber ja, da gucken wir jetzt mal rein und ich hoffe, dass alles sich zum Guten wendet und ich euch hier ein schönes Video präsentieren kann und wir gleich tolle Booster auspacken können. So, ihr Lieben, und da sind wir auch am heimischen Schreibtisch und guckt doch mal, was ich euch besorgt habe, Leute. Guckt doch mal, was endlich da ist. Ich habe hier noch den Originalkarton. Das kam so an, per Post. Es hat geklappt. Ich war im Online-Shop, ihr Lieben. Und da sind die tatsächlich vorrätig. Und ich müsste eigentlich das Video so getimed haben, dass wenn es online kommt, dass ihr auch theoretisch, falls ihr Interesse haben solltet, dort im Online-Shop auch noch bestellen könnt. Allerdings sage ich euch gleich mal so viel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sich dieses Angebot wirklich lohnt. Denn ihr seht, ich habe 3 Stück bestellt. Einfach mal, hätte das sein können, das sind noch mehr. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Da ist die gleiche Karte drin. Wir sehen schon Pamomamo. Es scheinen die gleichen Booster mit drin zu sein. Das sind jetzt 6 Stück. Ich weiß nicht, ob ich eins sealed lassen möchte, einfach nur so für einen Gag oder mal als Short oder keine Ahnung.
Ich glaube, wenn wir jetzt 4 Booster auspacken, sind wir damit heute ganz gut bedient. Ja, es ist jetzt auch wirklich nicht so der absolute Banger. Design, okay, ne, das ist ein typisches Zweier-Blister, wie wir das auch schon von Lidl kennen. Nur, dass es eben jetzt diesmal an Netto ging. Allerdings muss ich sagen, die von Lidl haben einen riesengroßen Vorteil. Die haben nämlich eine echte Promokarte. Und Netto wiederum gibt uns einfach die hier. Die Pamo-Mamo-Karte aus Entwicklungen in Paldea. Und wenn ich das richtig deute, ist da auch kein anderer Holo-Effekt. Von daher, naja, verpasste Chance, definitiv. Es gibt ja auch noch eine Online-Codes-Karte. Ich glaube, dann kriegt man das Pamo-Mamo. Aber für mich ist das nichts Wertvolles für ein Master-Set oder so. Soweit ich das hier richtig gedeutet habe, ist das einfach nur die ganz klassische Karte aus dem Set. Ihr kriegt immerhin noch eine sehr süße Quacksmünze dazu. Ich glaube, die gab es. Boah, ich weiß nicht, wo es die gab. Ich glaube aber, die gab es auch schon mal irgendwo. Und das war's dann auch. 2 Booster natürlich. Das ist so ein bisschen das Hauptaugenmerk für 9,99 €. Jawohl, 9,99 €. Da kostet, so viel kostet ein Blister. Bekommt ihr Karmesin und Purpur und Fusionsangriff. Sind solide Sets. Karmesin und Purpur, eines der besten Base-Sets, die wir seit langem hatten, mit tollen Illustration-Rares. Fusionsangriff, das kriegen wir irgendwie in letzter Zeit immer hinterhergeschoben, en masse. Deswegen gehen wir da auch als allererstes rein, denn ich sag's ja immer wieder, ich habe nicht so viel Fusionsangriff geöffnet in meinem Leben. Und von daher würde ich natürlich auch noch ganz, ganz gern so eine Mew oder eine Gengar V-Max Order ziehen. Das wäre natürlich fantastisch. Und die Pull-Rates sind in solchen Sets eigentlich immer random. Deswegen gehen wir mit einer Psycho-Energie rein, ihr Lieben. Aber bekommt Pflanze. Nichtsdestotrotz hoffe ich auf einen schönen Hit. Küchenchef, sehr nice. Den gibt es ja als Full Art in Verlorener Ursprung. Eines meiner Lieblingssets. Ein sehr, sehr süßes Shinox hier. Haspiroir ist dabei, Barschuft, Mabula, Onyx Reverse und der Trommelwirbel läutet's ein. Bekommen wir First Pack Luck? Nope. Ah, leider nein. Galar Gorgason, die Karte habe ich, glaube ich, schon. Oder habe ich die nur auf Englisch gezogen? In irgendeiner Form habe ich sie. Mich würde aber natürlich interessieren, ob ihr denn bei eurem Netto dieses Set auch schon gesehen habt. Wie gesagt, bei mir hatte ich ja leider kein Glück. Aber Online-Shop wäre noch eine Variante. Was haltet ihr von den Dingern? Lasst mich ganz gerne mal wissen. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, ja, und ihr gerne mehr davon sehen wollt, wenn ich mal so ein paar Angebote aufspüre, lasst doch mal ein Like jetzt da und ein Abonnement. Herzlich willkommen, denn, oh Gott, jetzt stehen schon die 9000 an und bald die 10.000. Das ist ja irre. Oh, Pflanzenenergie. Obwohl wir es gerade eben schon mal hatten. Es ist Wasser. Mit Magnetilo. Tarundel. Pokémon-Fänger. Ja, kann man mal machen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal gezogen habe, wenn dann nur ganz selten. Schlickdri ist am Start. Richter, der ist auf jeden Fall spielstark. Bojelin, ein Hytera Reverse. Und jetzt haben wir die Chance auf eine Illustration oder sogar Special Illustration Rare. Bekommen wir was Schönes? Schmetterhammer und Skelokrok. Schade, in dem Blister war schon mal gar nichts drin. Na gut, dann nehmen wir halt das Ding hier, ne? Also ganz ehrlich, das macht mich alle. Das macht mich alle, dass mir das immer wieder bei diesen Teilen passiert. Ja, und wie gesagt, ne, problematisch, 9,99 € ist zwar okay, ist aber übrigens kein Angebot, ne? Also wir haben ja gesehen in diesem Prospekt, was ich euch eingeblendet hatte, 19,99 € UVP, was ist das denn für ein Quatsch? Never ever. Also ich weiß nicht, ob sie da irgendjemanden übers Ohr hauen wollen und so tun, als wäre es ein Angebot. Aber 9,99 € ist doch voll fein. Ihr habt ein exklusives Pokémon-Produkt, was es sonst nirgendwo gibt. Das reicht doch. Also keine Ahnung, was sich die Jungs und Mädels in der Marketingabteilung von Netto da einfallen lassen haben. Das finde ich schon ein bisschen schwach, weil der ein oder andere, der wird sich denken, was, 50% reduziert, das klingt ja gut, mein Enkel oder mein Sohn, meine Tochter, die sammeln Karten, dann nehme ich das mal mit, weil ein Angebot ist das jetzt eigentlich nicht. Es ist halt exklusiv, das ist definitiv so. Ich habe das noch nirgendwo anders gesehen, wenn ihr es irgendwo mal entdeckt habt, im Lottoladen oder so, lasst es mich mal wissen, Kampfenergie, wobei ich mich manchmal frage bei diesen Lottoläden, ob die das nicht auch einfach irgendwo einkaufen und dann bei sich selber wieder verkaufen. Ich kenne das von einigen Tankstellen zum Beispiel. Die veranschlagen dann meist so 2-3 € über der unverbindlichen Preisempfehlung, weil sie natürlich auch Gewinn damit machen wollen. Ich will aber keinen Gewinn machen. Ich will nur eine schöne Hitkarte. Es wird Zeit. Karmesin und Purpur, das gönnt doch eigentlich. Oder gönnt es? Das gönnt ein Knaddox und
Ein Miraidon. Ach Mann, das haben wir doch schon. Wenn man mal rein den Wert der Karten nimmt, dann sind wir aber ganz schön im Minus, ihr Lieben. Aber das können wir natürlich ändern mit einem finalen Hit hier. Ich sag nochmal Psycho. Ah, es ist Kampf. Okay. Let's go. Kranowitz. Sana. Die gibt's, glaube ich, auch als Full Art, ne? Und als Rainbow Full Art, glaube ich, auch. Das wäre natürlich auch fantastisch. Hier haben wir nochmal Onix. Das hatten wir ja gerade als Reverse. Knilz, auch sehr süß. Klavion. Unratytox, Mantax und jetzt, Leute, Last Pack, Luck oder nicht, come on! Das ist wieder ein legendäres, es ist Eviltal, aber leider nur eine Regular Rare. Schade, ich hätte mich eigentlich schon wenigstens über einen Hit gefreut, ich bin ehrlich, dass es jetzt für gar nichts geklappt hat, ein bisschen doof. Ich meine, das Ding haben wir noch übrig, mal gucken, ob ich das, wie gesagt, mal in einem Short auspacke oder so. Was haltet ihr von den Teilen? Lasst mich mal gerne wissen und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, euer Giga Grivi von Giga Labastia. Ciao.